Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Max Payne 3. Ich bin der Vasco und diese Stelle hier sehe ich schon zum fünften Mal oder so, weil das Spiel bei mir voll den Bug hat. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht wieder. Ich hoffe, wir können jetzt weiterspielen. Und ja, wir sind jetzt wieder in der Gegenwart auf einem Boot und wir suchen Fabiana, weil die konnten wir leider nicht vor der Entführung retten. Und wir schauen mal, was die beiden Jungs, was Max und sein Kumpel jetzt hier veranstalten. Viel Spaß! So here we were, miles up the Tiete River, looking for what we did not know. Max? You listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Crashapret. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed our little party at the stadium? They were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow them. The government can't even follow them. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Yeah, somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. I just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know there's a harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I'd been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I'd been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Hey, Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I cut the engine. Glide in. Okay. Los geht's. Haben wir hier eine kleine Razzia hier. Und hier ist das Spiel jetzt immer abgestürzt. Jetzt gleich, wenn wir von Cutscene zu... ja, zum Gameplay übergehen, dann ist bei mir immer schwarzer Bildschirm gekommen. Aber ich glaube, als ich es vorhin getestet habe, kam es nicht. Ja, jetzt schauen wir mal. Da oben ist einer. Wird gleich mal abgeknallt, ja. Kann sich gleich auf den Kopfschuss freuen. Hammer. Ist wieder schwarzer Bildschirm, aber wir sehen uns gleich wieder, weil ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich aufnehme. Das heißt, wir sehen uns gleich genau hier wieder, wenn es läuft. Ich hoffe, das funktioniert. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Warum sage ich euch nochmal herzlich willkommen? Es hat jetzt funktioniert, ich habe einfach den Checkpoint geladen wieder. Und zwar den zweiten, es geht nicht jetzt ein Checkpoint oder einen anderen. Und ja, jetzt scheint ja alles zu funktionieren und wir sind jetzt hier unterwegs. Auf dieser, ja, hier ist praktisch das Gebiet der Crashapret. Wenn ich jetzt nur wüsste, was das bedeutet, ich weiß es leider nicht. Auch wenn ich Portugiesisch kann, das weiß ich nicht. Und ich muss hier mal ein bisschen, ah. Looked like Passos had brought us to the right place. That was the chopper the Commando Sombra used to escape the nightclub attack. If Fabiana wasn't around here, then at least someone that knew where she was had to be. Mhm. Ja, ich wollte gerade nur schauen, ob es irgendwelche Waffenteile gibt. Komm, wir checken mal kurz in die Lage ab. Ich finde es voll komisch, in diesem Spiel, da rennt man mit Steuerung, ja. Keine Ahnung wieso. Die erste Folge ist übrigens mega gut angekommen. Ich bin echt voll verwundert und es freut mich wirklich, dass sie so gut angekommen. Ich meine, das Spiel. Here I was, some hopped up gringo, a long way from home, making trouble the only way I knew. Oh, schöne Frame Drops hier gerade. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole. And I wondered if I would end up the same way. Or what would happen to that girl I was supposed to protect. Was liegt der denn jetzt hier so rum, ey? Oh, das Spiel, ne? Eine Performance, das ist hier echt so ein bisschen... Gibt's hier irgendwas? Links, rechts, schauen? Nö. 27 Frames. Premium. I had no idea
what 60 lay frames. Ahead. And as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Ach ja, ja, die erste Folge ist echt mega gut eingekommen, was mich mega wundert allerdings auch, weil das Spiel jetzt playt ja gerade aktuell keiner, also auch kein Bekannter, das heißt, er sucht auch keiner nach dem Spiel, aber das ist voll geil, dass ihr das so schaut, finde ich echt mega. Bin gespannt, wie die anderen Folgen noch ankommen, aber das war schon mal krass. Dankeschön. Oh, Leute, wenn ihr das hier seht, dann Let's Play ich wahrscheinlich schon Stronger Crusader. Oh Gott, das habe ich mir heute gekauft. Das soll ja absolut fail sein, aber jetzt leise. Da sind doch ein paar Kandidaten. Oh, wieder Frame Drops, wunderbar. Alter. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Alles klar, und ich habe eine Idee. Seht ihr dieses gelbe Ding da? Alter, diese Framedrops gehen mir so auf den Sack. Warum Framedrops, ey? Ich habe 60 FPS, plötzlich 30 und 27. Boah, ich kann echt nichts für. Oh, jetzt habe ich es verkackt. Ich wollte eigentlich auf das gelbe Ding da schießen. Aber wie soll ich die denn bei den Frames treffen? Alter. Geht gar nicht klar, die Performance gerade. So far, I've managed to keep a low profile. Komisch, a bit komisch. Out of character for a guy who's only comfortable with a bottle of whiskey or a gun. Das wollte ich abschießen, damit die ja beide darunter stürzen in den sicheren Tod. Ey, wisst ihr was? Wir machen, wir hauen das Ding jetzt einfach runter. So, tschüss. Gib mal deine Waffe, Freundchen. So, dankeschön. Sag ich wieder 60. Boah, das Spiel, ne? Ich verstehe es nicht. Ah, Moment, die ist gar nicht schallgedämpft. Wir brauchen schallgedämpft. I kept moving toward the signs of life, rubbing them out as I went along. Okay. Oh, ich habe ein bisschen Angst hier. I guess the center of the maze was in this direction. Uh-oh. Ah, da hören wir doch schon die Fabiana. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Vai se fuder, cara! Vai tomar no meio do cu! Eu vou te meter bala, hein! Vá se fuder, porra! Oi! Dani! Você tá aí? Você tem um cigarro? Naja, mein Freund, ich hab gleich eine Zigarette für dich. Na, kommt mal hier ein bisschen näher. Ne, beide. Ja, sicher, wie hat der mich denn gesehen, Alter? So eine Scheiße. Wie kann der mich gesehen haben? Mal ganz im Ernst, ey. Die haben so übersinnliche Fähigkeiten, diese Bastarde. Na, komm mal, jetzt hier die Party. Oh, komm, der da weg. Fick dich. Wer lebt denn noch? Da war nur einer, oder? Haha, mein Freund. Attenzione, por favor. What will be happening on that video feed now? Just my own imminent cameo. Keine goldenen Waffenteile, das zackt doch hart hier. Jetzt wissen sie natürlich, dass ich da bin, ne? Ah, egal. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Okay, ich dachte eigentlich, das Fass fliegt in die Luft. Aber okay. Komm. Alter, steht der da oben, der Arsch. Okay, 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 okay. Jetzt ist hier natürlich alle Rambazamba angesagt. Da liegt hier irgendwas rum. Eine schöne AK, nehme ich gerne mal mit. Ja. Ja. Boah, die Gräser hier alle, die kosten natürlich hier ganz schön Rechenleistung. Aber daran liegt es nicht, weil ich habe 60 FPS und plötzlich
gehen die halt down auf 20, 25, 20 nicht, auf 25, 30. Schade, aber naja. So, ich muss mir ein bisschen suchen, ja. Waffenteile sind wichtiger als Fabian. Nee, komm, scheiß drauf. Immer meinen Abgang hier alle, ja. Die können nämlich nicht... Oh, geil. Ja, ich höre wahrscheinlich den nächsten. Headshot! So. No, auch nochmal weggesnackt. Auch nochmal weggesnackt. Auch hier, komm. Bam. Yes, Shoot Dodge heißt das übrigens. Nicht Bullet Jump oder was ich da mal erfunden habe. Shoot Dodge. Und hier liegt wieder eine schöne AK, nehme ich gleich mal mit. Oh, lol. Alter, wie geil mit einer Hand. Ja, kein Ding. Jetzt läuft hier wunderbar flüssig, sehr gut. Ja, schön hier, ne? Sieht doch alles hier sehr einladend aus. So, nächste Tür. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Shit. Also die waren hier gerade. Jetzt haben wir sie natürlich verpasst. Die waren schneller. Okay, von wo kommen sie? Wo schauen wir uns das mal um? Ich geh mal hier hoch. Die Treppe, das sieht doch gut aus hier. Die sagen, die soll leise sein und die Klappe erhalten. Und dass sie niemand hören kann. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Wenn ich hier wieder so lange warte, dann entdecken sie mich wieder aus unerklärlichen Gründen, ne? Deswegen. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Oh. Alter. Oh shit. Okay, okay. Boah. Blind schießen und treffen, das ist natürlich Premium. Noch einer. Yeah, sieht so geil aus, diese Slow Motions. Slow Motions hier. Okay, snack mir hier mal die ganze Muni. Oh, coole Waffe. Die hätte ich gern. Ja, die da. Die will ich mal haben. Okay, was haben wir hier? Irgendwie Heilung, ja, wohl, sehr geil. Factory, but I'd stick to the depressants. Hm. Ah. Garagentöpfe. Muss ich ja sogar. Das ist echt so eine Billo-Höhle, ey. Das ist echt eine Billo-Höhle. Moment, wo geht's denn da? Das schauen wir uns auch nochmal kurz an, ja? Ich rieche goldene Waffenteile. Das ist nichts. Nur eine Tür, aber die ist schon zu. So, irgendwer da? Ja. Keiner. LOL! Alter, ich hab mich voll erschrocken. Boah. Stehen da plötzlich so ein paar Spastis. Komm. Bleibt der Arsch. Das ist doch nur einer, oder? Ah ne, da ist noch einer. Oh shit. Ja, da hinten, oder? Der war auch da hinten, oder nicht? Ah ne, da. Yes! Okay, wir latschen mal hier oben lang. Oh, was war das denn für eine geile Waffe? Die ist ja cool. Die sieht stärker aus irgendwie. Ja, probieren wir mal aus. Okay, wo geht's denn hier lang eigentlich? Oh, shit. Ich will jetzt hier runterjumpen. Wo sind sie? Ich glaube da draußen, ne? Ich warte mal noch ein bisschen. Wenn die kommen, dann springe ich die an wie so ein Behinderter. Komm, wir tun's einfach. So, Achtung, Freunde. Bevor wir den Boden berühren, werde ich noch einen mitnehmen.
Alter. Alter, das sah aber voll geil aus. Da waren es voll... Okay, wo sind wir jetzt? Ah, da. Oh, shit. Ah, fuck. Tod. Boah, das waren aber ganz schön viele. Das ist ja voll assi von denen, ey. Okay. Wir gehen lieber mal so runter, ja. So. Die Granaten könnt ihr bei euch behalten, bitte. Nicht werfen, nicht werfen. So, der wirft keine mehr. Da hinten war noch ein. Oh, shit. Boah, jetzt. Alter. Alter. Der da alleine geworfen, der. So, bist du nicht mein Freund. Boah, was hier alles in die Luft fliegt. Leck mich am Arsch. Ey, das geht hier gerade echt gut zur Sache. Scheiße. Schau mal, der da hinten, den haben wir ganz vergessen. Na, jetzt. Muss denn lang hier wahrscheinlich, oder? Boah, scheiße, wo muss ich denn? Bam. Einer lebt noch, habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen. Boah, dieser Arsch. Bam, alles klar. Jetzt müsste die Zone aber clear sein, oder? Wo müsst ihr denn jetzt hier eigentlich lang? Hier nicht, oder was? Okay. Ich bin voll verwirrt. Die Tür geht auch nicht auf. Also, geht's denn hier lang, bitte? Ich habe gesehen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. Wer redet zumindest, aber ich habe keinen Plan. Musik hat sich endlich beruhigt, sehr gut. Ich habe keinen Plan. Na, vielleicht können wir jetzt dann durch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der durch diese Lücke da kommen wird, oder? So, gib mir wieder diese Waffe hier. So. Komm. Ja, jetzt geht's plötzlich. Typisch, typisch. Warum wechselt er die Waffe? So. Goldene Waffenteile irgendwo. Ich laufe mal hier oben rum. Die sind halt immer so ein bisschen abseits. Ich weiß halt nie genau wo. Hätte ich halt gern, aber findet man hier wirklich sau schwer. I had to keep on going across the docks. Okay, dann gehen wir mal da oben lang. Über die Docks sagt er, wenn er sagt, ja, wenn der Max das sagt, dann muss das stimmen. Jetzt kann ich den hier klicken. Irgendwas machen. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Boah, der Max, ne? Der soll mal losrennen hier. Der chillt hier ab wie so ein Chiller. Ach, die ist da hinten. Egal, wir haben mehr Zeit. Ne, wir haben keine Zeit. So, go, go. Ich renne hier mal ein bisschen, ja. Fabiana ist da vorne. Die kann ja wohl echt nicht so schwer zu kriegen sein. Ich finde die Animation übrigens in dem Spiel so geil. Wie der so mit den Sachen interagiert und so, das ist so cool. Oh shit. Dreht der wieder um? Ah, jetzt nicht mehr. Okay, wo waren jetzt hier noch eine? 8 Schuss habe ich noch. Die 8 Schuss müssen hier reichen für ein paar Gegner. Oh shit. So. Na? Yeah. Geht's nicht mein geilen Revolver? Yes, das hat gesessen. Boah, der macht richtig Damage. Da ist noch einer. Komm. Lol, der war voll drauf. What the fuck? So. Okay.
Musik ist auch mega. Also da in dem Spiel gibt es wirklich ganz, ganz wenig, dass man meckern kann. Heilung, cool. Die habe ich dringend nötig. Okay, und jetzt? Ah, da hinten. Ne, warte, wie komme ich jetzt hier da? Achso, ich muss wahrscheinlich durch das Tor hier, ne? Ja. Ich glaube, es ist eine lange Folge. Ist ja auch egal, dass die so lang sind. Da, Upload dauert halt Ewigkeiten, aber... Oh, Alter, wieder voll auf den Schädel. Aber ist ja nicht so tragisch. Die hat ja echt eine geringe Schussfrequenz. Das ist echt ein bisschen schade. Boah. Ich dachte gerade, meine Waffe schießt nicht, weil die so leise war. So, Freundchen, am Boden liegen bleiben, bitte. Boah, die Muni wird schon wieder so... Ah, nee. Nee, das Gewehr, ich will das Gewehr. Gewehr. Ach, F. Okay, F. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Da ist einer. Okay. Einer lässt blind schießen. Das funktioniert auch so geil. Okay, ich renn mal darüber. Oh shit. Okay, renn. Da ist bestimmt Heilung drin. Die brauchen wir echt, ey. Hier ist. Ja, Heilung. Und hier können wir auch gut rausschießen. Achtung. Okay, ist da noch wer? Sehe da jetzt auf Anhieb niemanden, ne? Ah, schade. Hm. Oh, Moment, ich höre Stimmen, ich höre Stimmen. Oh, so. Alter, lass mich hier in Frieden, ey. Alter, kommt der hier angerannt wie so ein Kamikaze-Man? Aber ein Abgang. Hä? Wer schießt denn von dem Boot da eigentlich noch? Keiner, oder? Ah, der da schießt noch. Ja, so, jetzt ist genug geschossen hier. Oh, lol. Schaut euch das an, wie geil ist das bitte? Da kommt gleich der nächste Schuss angefangen. Der hat wieder so einen Trick gewonnen. Ich weiß nicht, welche Mannschaft das ist. Keine Ahnung, falls jemand Fußball schaut und die Mannschaft kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe keinen Plan. Würde mich aber echt brennend interessieren. Weil die haben hier sau viele irgendwie. Vielleicht irgendwie Sao Paulo oder sowas. Aber wir sind ja... Wobei, wir sind gerade eigentlich nicht in Sao Paulo. Oh, da ist er. Und bam. Tut mir furchtbar leid, Leute. Tut mir mega leid. Aber die Folgen, die werden immer so lang, wenn ich so ein ganzes Kapitel immer nehme. Ich dachte eigentlich immer, ich mache ein Kapitel pro Folge, aber die dauern teilweise so lang. Wenn ihr die dritte Folge gesehen habt, das war die Stadium-Folge, die 45 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch geht. Deswegen pausiere ich lieber hier, weil jetzt, wo die Action losgeht, ich denke, die wird noch ein bisschen andauern. Und dann seht ihr die Action.
gab es ja davor auch schon, aber jetzt sieht er noch mehr Action in der nächsten Folge. Ich hoffe, das war jetzt nicht so ein mega harter Cut und hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns dann morgen wieder. Geht morgen direkt weiter. Also, bis gleich. Ciao.